Rainer Blatt ist eine Kapazität der Quantenforschung. Heute ist er in Innsbruck sesshaft geworden. In mehreren Forschungsaufenthalten an der Uni Boulder in den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts arbeitete der Jungwissenschaftler mit Nobelpreisträgern wie John Hall und David Wineland zusammen. Dort lernte er die Basistechnologien zu beherrschen, Atome quantenphysikalisch zu verschränken. 2004 gelang es ihm hier in Innsbruck erstmals Atome in einer Ionenfalle gezielt zu manipulieren. Die experimentelle Grundlage für rechnende Qubits in Quantencomputern. In diesem Bonustrack zu meinem Talk in Hyperraum TV spreche ich mit ihm eher über persönliche Aspekte. Seinen jugendlichen Mut zum Beispiel, mit dem er vor 40 Jahren den wissenschaftlichen Mainstream der Wissenschaft verließ und sich risikobereit auf ein neues Forschungsterrain begab. Er spricht auch darüber, wie seiner Meinung nach der Mut junger Forscher durch veränderte Forschungspolitik gefördert werden könnte. Zum Schluss eine eher persönliche Frage noch einmal. Ich habe den Eindruck, dass Sie ja schon ein Forscher sind, der in die Kategorie Ich habe Mut fällt. Und Sie haben vor 20 Jahren entschieden, in einen Bereich hineinzugehen, der damals, na sagen wir mal, nicht gerade Mainstream war. Also da gehört dann schon auch ein gewisser Mut zum Risiko dazu, irgendwie möglicherweise nicht weiterzukommen. Haben Sie den Eindruck, dass wir heutzutage auch in der Forschungswelt, in der wir leben, zu wenig Mut zum Risiko haben? Es hängt zum Teil mit dem System zusammen. Wenn wir heute Anträge schreiben auf Forschungsvorhaben, dann ist aufgrund der mangelnden Gelder, die oft verfügbar sind, dann geht man auf Nummer sicher. Man möchte ganz gerne beschrieben haben, ja, was möchte der denn machen? Da muss man halt wirklich die Zeitläufe praktisch vorhersehen. Ich möchte in 2 Jahren das Experiment, das und das machen. Das ist meiner Ansicht nach eine negative Entwicklung. Forschung muss ich nicht machen, wenn ich schon weiß, was rauskommt. Das heißt, Forschung ist immer etwas, was auch ein Abenteuer ist. Das ist das, was mich bewegt, Forschung zu machen. Ich bin neugierig. Ich möchte gerne die Dinge machen, die ich nicht kenne. Und wenn mir jemand sagt, das geht nicht, das spornt mich allenfalls an, zu sagen, na, dann müssen wir mal schauen, ob das nicht geht. Das heißt nicht, dass man sich jetzt verrennt. Das heißt auch nicht, dass man nur Dinge macht, die also völlig abstrus sind. Aber das heißt schon, meiner Ansicht nach, Forschung per se muss auch damit zu tun haben, dass man sich einmal anschaut, was ist möglich und was ist nicht möglich und auch ein Ergebnis, das man nicht erwartet hat, manchmal nennt man das ein Scheitern oder ein Nullergebnis, ist ein Ergebnis in der Physik. Denn es führt zu einer neuen Erkenntnis und damit zu einem neuen Ansatz. Wir müssen aus diesen Dingen lernen und dann sagen, okay, na, dann versuchen wir es anders. Kann man das den Studenten denn auch irgendwie nahebringen oder befördern? Das kann man den Studenten nahebringen, das kann man auch den jungen Mitarbeitern, speziell den Postdocs oder diejenigen, die dann in die Forschung hineingehen wollen, da kann man das schon nahebringen, die sind interessiert. Aber das Problem ist eben, dass häufig die Forschungsförderer sehr oft konservativ sind und sich eben aufgrund auch der Gutachter dann eben auf die Dinge verlassen, naja, das wird schon gelingen. Und oft Fragestellungen, die dann eben risikoreich sind, nicht so gerne akzeptieren. Ich hatte das Glück, dass es bei uns gelungen ist, die Dinge zu machen und dass ich Leute gefunden habe, die dafür Verständnis gefunden haben. Aber ich erinnere mich durchaus an einen ehemaligen Präsidenten des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, der nach 3 Jahren mir gesagt hat, wo sind denn Ihre Physical Letter und Ihre Nature Paper? Man hat also schon erwartet, wenn ich einen solchen Antrag schreibe, dass man möglichst schnell sofort hochrangige Publikationen liefert. Ich bin sicher, dass dieser Präsident, dieser ehemalige Präsident heute anders denkt, aber für junge Leute ist das manchmal etwas entmutigend und hier muss man vielleicht andere Rahmenbedingungen schaffen. Und was kann man da tun? Ich meine, das ist eine sehr globale Aussage, aber... Da kann man schon was tun. Also zum Beispiel, wenn Sie heute die EAC-Förderung sehen, die European Research Council, die ist eher auf Personen zugeschnitten und da ist vielleicht sind nicht hinreichend viele Mittel da. Das muss man schon sehr viel Glück haben, solche Anträge zu bekommen. Aber wenn diese auf die Personen zugeschnittenen Mittel da sind, dann kann man durchaus sagen, ich bin überzeugt, diese Person hat den richtigen Ansatz, die richtige Version, das schauen wir uns an. Und da ist ein Vorteil, den Sie in den USA oft sehen. Die Amerikaner sind risikobereiter als wir in den Forschungsförderungsagenturen in Europa. Da hat die USA tatsächlich einen Vorteil. Denn dort wird gesagt, na, das probieren wir aus. Und wenn es dann nach 5 Jahren nichts gibt, dann ist halt das Geld weg.
Hier ist es so, dass man, das muss ja unbedingt, ein bisschen konservativ. Das kann man schon ändern, die Strukturbedingungen kann man ändern. Das heißt also, auch wenn Sie sagen, auf Personen zugeschnitten, der Mensch im Zentrum? Aber ja, wir werden doch hoffentlich als Physiker, als Wissenschaftler niemals durch Maschinen ersetzt werden, oder? Nicht einmal durch einen Quantencomputer. Ja, ich weiß nicht, ich habe hier mal in einer Story die ketzerische Frage gestellt zum Beginn dieser Story, ob in Zukunft möglicherweise ein Computer einen Nobelpreis erhalten kann. Denn die fangen ja nun inzwischen auch schon an, Fragen zu stellen. Aber der Mensch ist immer noch im Zentrum und sollte es auch bleiben. Aber trotzdem verändert sich natürlich die Rolle des Wissenschaftlers sehr stark. Wir hatten früher natürlich viel mehr universale Wissenschaftler. Wir sind heute Spezialisten in gewissen Gebieten. Und wir haben größere Teams, in denen wir die Dinge machen. Wir arbeiten. Ja, also man hat Teams aus Menschen, man braucht Rechner, man hat Big Data und so weiter. Also es müssen sehr viele Dinge eigentlich zusammenkommen, wenn man an der Front der Wissenschaft arbeitet. Das Entscheidende, was man immer braucht, ist der menschliche Intellekt von vielen verschiedenen Leuten. Und sie brauchen schon ein gewisses Maß an Fantasie und diese Vision, wo es hingeht. Und das ersetzt, ich weiß es nicht, aber das ersetzt kein Computer auch in 100 Jahren nicht. Dankeschön.